Um die Herrscher und ihre Ziele zu verstehen, muss man deren Geschichte kennen und die Symbole lesen können, mit denen sie kommunizieren. Die Ursprünge dieser Herrscherkaste, die die Welt regiert, reicht bis in die Antike zurück. Im alten Ägypten gab es einmal zwei konkurrierende Pharaonenreiche, Ober- und Unterägypten. Die Pharaonen sahen sich als Nachkommen des Sonnengottes. Daher heirateten sie auch immer nur untereinander, um sich nicht mit Nichtgöttlichen zu vermischen. Ihre Königshäuser wurden das Rote Haus und das Weiße Haus genannt, da die eine Königskrone weiß war und die andere rot. Die zwei Reiche standen in ständigem Konflikt miteinander, aber eines Tages schlossen sie ein Bündnis. Sie vereinten die zwei Kronen zu einer rot-weißen Doppelkrone und machten sich auf, gemeinsam die Welt zu erobern. Da sie sich nur innerhalb der eigenen Familie fortpflanzten, kam es zu genetischen Fehlbildungen und ihre Nachkommen waren nicht lebensfähig. Aus der Notwendigkeit, sich mit anderen zu kreuzen, erwuchs eine heimtückische Kriegsstrategie der Unterwanderung anderer Völker. Und zwar kreuzen sie sich mit dem Feindvolk, was nach 5 Generationen dazu führt, dass sie von diesem Volk nicht mehr als Fremde erkannt werden. Dann übernehmen sie die Machtstrukturen dieses Volkes, Regierung, Religion, Medien und so weiter, und schwächen und zerstören es von innen heraus. Ihre Verwandten stellen die Herrscher und die entscheidenden Machtpositionen und so haben sie die volle Kontrolle über die Gesellschaft. Damit sie sich gegenseitig erkennen, nutzen sie eine Vielzahl von geheimen Symbolen. Eines davon ist zum Beispiel der Obelisk, der bildlich für den Phallus steht, der Kern ihrer Strategie. Eine kleine Randnotiz: Ein genetisches Merkmal der Pharaonen ist häufig eine sehr behaarte Brust bei Männern. Das erste Opfer dieser Strategie waren die Hebräer. Man erinnere sich an die Bibel, wo der Pharao die Juden versklavte und ihre Kinder tötete. Die Juden wurden komplett unterwandert und kontrolliert, weswegen sie seit jeher von den anderen Völkern auch als Ausgangspunkt der Verschwörungen wahrgenommen wurden. Unter dem Deckmantel der Juden konspirierten die Pharaonen und verwirklichten ihre Weltherrschaftspläne nach und nach. Später führte unter anderem die jüdische Diaspora auch zur Verbreitung der Pharaonen auf der Welt. In Europa bauten sie Ritterorden, also Ordensgemeinschaften, auf, wie den Malteserorden, den Johanniterorden, den Jesuitenorden oder den Templerorden. Ihre Machtstrukturen sicherten ihnen letztendlich die Stellung als Herrscherkaste, sprich den Adel. Der Adel sind also die Pharaonennachkommen, welche die Monarchen, die Ritter und andere wichtige Positionen der Gesellschaft stellen. Auch das Bankentum und die Steuern haben ihren Ursprung in diesen Strukturen. Ihre Vermischungsstrategie erzwangen sie übrigens auch per Gesetz. Der Adel hatte nämlich das sogenannte Erstrecht, ius prima noctis, was dem Feudalherrn der Region erlaubte, jede Frau in ihrer Hochzeitsnacht zu begatten. So verbreitete sich das Familiengen der Pharaonen sehr weit, zum Beispiel in der Schweiz sollen es laut DNA-Analysen die Hälfte der Bevölkerung haben. Der Adel baute zu seinem Schutz Burgen und Schlösser, von wo aus er gut geschützt regieren konnte und seine Schätze sicher waren. Das Militär waren Ritter und Söldner. Die Burgen hatten auch oft Folterkammern, welche im Grunde das taten, was der heutige Geheimdienst macht: Leute verschwinden lassen und Informationen herausfinden. Und aus den Einflussbereichen der Feudalherren entstanden dann Königreiche, aus denen später die Nationalstaaten entstanden. Man kann noch heute in vielen Nationalflaggen die drei Pharaofarben erkennen, die sogenannte Trikolore, rot und weiß für die zwei Reiche und blau für die pharaonische Kriegskrone.
Von dieser Bedeutung kommt auch das Wort blaublütig für den Adel. Natürlich gab es viel mehr Pharaonennachkommen als Positionen, Reiche zu führen. Wer sollte also Herrscher sein? Das regelte ein altes Nachfolgegesetz, genannt die Primogenitura. Das ist das Erbrecht des ersten männlichen Nachkommen. Alle anderen Nachkommen gehen leer aus und haben keinen Anspruch auf den Thron. Dadurch kam es natürlich oft zu Erbstreitigkeiten, gar Morden und Vergiftungen innerhalb der Familie. Und um das zu vermeiden, schickte man die Nichterben ins Kloster. Diese Nachkommen, die nicht zu Monarchen wurden, gingen also als Ritter in die Klöster und führten anfangs jedenfalls ein eher ärmliches Leben. Unzufrieden mit ihren für den Ritteradel armseligen Verhältnissen, taten sie sich zu einem großen Raubzug zusammen. Sie machten christliche Propaganda bei den Europäern und überfielen mit ihnen den Orient, raubten die Schätze Jerusalems und brachten sie in ihre neue Schatzkammer, die Schweiz, was ägyptisch ist und Schwester Isis bedeutet. Der letzte Kreuzzug war am 18. Mai 1291 und dort fiel die letzte Bastion der Templer in der Schlacht von Akkon. 2 Monate später wurde die Schweiz gegründet. Abgestimmt mit den Monarchen in der Region brachten sie also ihr Raubgut von Jerusalem in die Schweiz und ließen die europäischen Söldner im Orient zurück, wo sie abgeschlachtet wurden. Deren Frauen, die derweil in Europa schutzlos zurückblieben, verfolgten sie mit dem sogenannten Hexenhammer, ein in der Schweiz entworfenes Buch zur Verfolgung von Frauen, die Verschwörungstheorien über Kreuzzüge verbreiteten. Dies wird übrigens heute noch in der Schweiz am 1. August mit symbolischen Scheiterhaufen gefeiert. Die Schweiz dient seitdem als neutrale Basis, sichere Schatzkammer, man denke an die Banken, und wird nie vom Krieg angetastet. Dort sind auch die Instrumente der Weltherrschaft zu Hause wie die UN, die WHO, die Olympischen Spiele, FIFA, CERN und so weiter. Der Pharaonenadel ist wie gesagt eine Familie und wenn es mal zu Konflikten zwischen zwei Monarchen kam, dann hat man sich dort in der Schweiz getroffen, im neutralen Zion, wo man Friedensverhandlungen führte. Daraus entstanden später auch die Bilderberger Treffen, wo man Strategien ausmacht und Konflikte bespricht. Die alte Weltordnung ist das Feudalsystem, die Herrschaft der Pharaonen, insbesondere der Erstgeborenen als Monarchen der Länder der Welt. Doch diese Ordnung führte auch zu einigen Problemen. Erstens die bereits genannten gewalttätigen Erbstreitigkeiten, aber ein anderes Problem war auch, dass die Könige untereinander in Konkurrenz standen und Kriege führten, in denen sie zwar normalerweise nur das Volk verheizten, aber da die Kriege immer größere und zerstörerische Ausmaße annahmen und die Schönheit und Ordnung der Welt vernichteten, erdachten sich die Adligen eine andere Ordnung. Dazu kam auch, dass den Leuten immer mehr auffiel, dass die Monarchen die Kriege organisierten und die Völker ausbeuteten und sich daher gegen den Adel auflehnten. Daher musste eine neue Ordnung her. Und diese neue Weltordnung ist die Herrschaft der Pharaonen aus dem Untergrund durch Freimaurerlogen. Die Freimaurer sind die geheimen Netzwerke des Pharaonenadels, symbolisiert unter anderem durch die Pyramide mit dem Auge. Durch Propaganda heizten die Freimaurer die Stimmung gegen den Monarchen in Frankreich an. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Und lösten die Französische Revolution aus. Napoleon schaffte dann im Anschluss den Adel offiziell ab und ließ nebenbei erwähnt auch überall Obelisken aufstellen. Am 1. Mai 1776 werden die Illuminati gegründet und auch die USA. Die neue Welt, also Amerika, wird zur Basis der neuen Weltordnung. Die neue Weltordnung basiert auf den 3 Prinzipien der Freimaurer: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Das bezieht sich auf den Adel, nicht auf das Volk. Es bedeutet, dass alle Pharaonen Brüder sind und sich nicht gegenseitig töten sollen. Sie sind alle gleich, das heißt, nicht nur der Erstgeborene hat das Recht auf das Erbe und die Herrschaft. Sie sind frei, sich alle vom Sklavenvolk zum Herrscher wählen zu lassen. Wer am überzeugendsten ist, der darf für 4 oder 5 Jahre König sein, also eine Legislaturperiode. Übrigens soll das Wort Parlament ursprünglich von Französisch parler, sprechen, und mentir, lügen, kommen. Zur Wahl stehen immer nur die Nachkommen des Pharaonenadels. Wie eine Schülerin in den USA herausstellte, sind alle Präsidenten der USA und auch alle Gegenkandidaten mit Barack Obama verwandt. Der Grund ist natürlich, weil sie alle Adlige sind und die Adligen Europas eine Familie bzw. Blutlinie darstellen. Der Adel in Europa vermählt sich ja wie die Pharaonen damals auch nur untereinander. Natürlich hat parasitäre Herrschaft auch negative Auswirkungen. Und daraus entsteht im Volk ein Bedürfnis nach Besserung. Und zu diesem Zwecke werden von den Pharaonen verschiedene Ideologien bzw. Systeme erdacht. Nationalismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, Demokratie und so weiter. Das sind alles Konstrukte der Pharaonenherrschaft. Die Spitzen sind immer durch dieselbe Herrscherkaste kontrolliert. Und Globalismus, das ist im Grunde die vereinte Weltherrschaft der Pharaonen unter einem System. Noch heute zeigen die Pharaonennachfahren sehr gerne die Kultobjekte ihrer Vorfahren, wie Pyramiden, Obelisken oder ägyptische Gottheiten. Und um diese Symbole lesen zu können, schauen wir uns die jetzt mal genauer an. Ja, willkommen zum zweiten Teil des Videos. Im ersten Teil des Videos haben wir uns die Herrscher und ihre Geschichte angeschaut. Jetzt im zweiten Teil schauen wir uns deren geheime Symbole an. Fangen wir an mit dem alten Ägypten und den Pharaonen. Die zwei Pharaonenreiche, Ober- und Unterägypten, werden durch die zwei Farben Rot und Weiß symbolisiert, welche von den Kronen der Pharaonen abgeleitet sind. Hier sehen wir die beiden Kronen, die unterägyptische rote Krone und die oberägyptische weiße Krone. Sie stehen für das Rote Haus und das Weiße Haus. Damit sind die Königshäuser gemeint. Unten sieht man die Doppelkrone. Nachdem die beiden Reiche einen Bund geschlossen hatten, wurden die beiden Kronen verschmolzen und es entstand diese kombinierte Krone aus Weiß und Rot. Es gab aber noch eine dritte Krone, die nur zum Krieg getragen wurde, und das ist die blaue Krone. Die blaue Krone sieht so aus. Nach diesem Vorbild sind auch die Blauhelme der UN gefärbt. Daher enthält auch die reguläre US-Flagge Civil Flag, nur die Farben Weiß und Rot, während die Kriegsflagge Blau enthält. Blau steht für den Krieg. Aus diesen drei Farben, Rot, Weiß und Blau, entstand die Trikolore, die man in einer Großzahl von Nationalflaggen wiederfindet. Dann noch eine Anmerkung zu den Pharaonen aus der Bibel, die im Meer verschwunden. Damit ist natürlich nicht der Ozean gemeint, sondern die Pharaonen verschwanden im Meer der Völker durch die Verschmelzungsstrategie. Das ist damit gemeint. So, dann kommt die Pyramide. Die Pyramide ist natürlich das Symbol der pharaonischen Herrschaft Ägyptens. Hier sehen wir die Pyramide in Frankreich im Louvre. Haben wir hier in den USA in Las Vegas, hier in den USA in Memphis, was übrigens ein ägyptischer Stadtname ist, und hier haben wir eine in Deutschland in Karlsruhe, und hier sehen wir eine Pyramide in einem Klostergarten in der Schweiz, und die Pyramide gibt es auch als Hausdekoration, zum Beispiel das hier zeigt auch Pyramidenanhänger, und hier sehen wir ganz viele Pyramiden.
Und hier, das Haus ist wirklich voller Pyramiden. Offensichtlicher geht es eigentlich gar nicht. Dann als nächstes haben wir den Obelisken. Der Obelisk ist eine längliche Steinskulptur, die vier Seiten hat und sich nach oben hin verjüngt und auf der Spitze eine sich noch weiter verjüngende Pyramide hat. Diese Pyramide ist auch oft in einer anderen Farbe oder auch leuchtend. Der Obelisk steht für den Gott der Fruchtbarkeit und Männlichkeit. Er zeigt den beschnittenen Phallus. Die kleinere Spitze ist die Beschneidung, eine alte Pharaonentradition. Der Gott der Fruchtbarkeit Osiris ist auch gleichzeitig der Gott des Todes, der als Hieroglyph gesehen mit einem Auge dargestellt wird. Andererseits gibt es auch noch den Fruchtbarkeitsgott Amun, der in Hieroglyphen mit dem Obelisken geschrieben wird. Der Obelisk steht auch sinnbildlich für die Strategie der genetischen Unterwanderung, die als Waffe den Phallus benutzt. Der Obelisk, der die Männlichkeit repräsentiert, kommt häufig mit einem Wassersymbol, was für die Weiblichkeit oder Isis steht. Zum Beispiel ein Wasserbecken oder ein Brunnen. Der Obelisk wird auch als Grabstein für Pharaonen benutzt. Hier sehen wir auf jüdischen Friedhöfen jede Menge Obelisken. Und hier im Kontrast dazu die hebräischen Gräber mit den kleinen Steinchen. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Beispiele an. Hier sehen wir Washington DC, das Kapitol und im Hintergrund der Obelisk. Hier sehen wir den Städteentwurf für Germania aus dem Dritten Reich. Man sieht hier ein Wasserbecken und zwei Obelisken. Obelisken gibt es aber auch in klein. Hier sehen wir einen Obelisken als Brunnen mit einer Knospe obendrauf. Dann haben wir hier einen Obelisken mit einer Weltkugel und einem Becken. Hier haben wir einen Obelisken. Im Hintergrund sieht man das Dreieck der Freimaurer. Hier ist noch ein Obelisken mit einer Weltkugel und einem Becken. Dann haben wir hier den Obelisken mit einer Weltkugel und dem Bündnis. Dieser Obelisk steht auf vier Kugeln. Die vier Kugeln an den vier Ecken der Unterseite der Pyramide stehen für die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde. Hier sehen wir zwei Obelisken an einem Gebäude oder auch auf Kirchendächern. Und hier sind auch Obelisken auf einer Kirche. Und hier sehen wir noch vier Obelisken am Eingang der Botschaft des Vatikan. So, als nächstes schauen wir uns die Sonnenhieroglyphe an. Die Pharaonen sind ja Sonnenanbeter. Hier sehen wir den Sonnengott Ra oder auch Re oder Ri genannt. Über seinem Kopf sieht man das Sonnensymbol. Und als Hieroglyphe geschrieben sieht es so aus wie ein Kreis mit einem Punkt. Aber in der Symbolik, vor allem in der Architektur, sieht es oft so aus wie ein eingekreister Kreis. Der ist auch häufig mit so Strahlen aus der Mitte verbunden. Das kann aussehen wie ein Rad oder manchmal auch wie eine Blume. Und man sieht, diese werden auch halbiert oder geviertelt an bestimmte Objekte zur Zierde angebracht. Dann sehen wir hier eine Sonnenhieroglyphe, die eine Aussparung in einem Rechteck darstellt. Das findet man häufig unter Fenstern. Und hier sieht man dasselbe nochmal in vertikal. Manchmal sieht man auch an modernerer Architektur eine gezackte, eckige Version davon. Man sieht, das A ist wie ein Dreieck geschrieben, wie eine Pyramide. Und schauen wir uns die Tür mal genau an. Da sehen wir die Sonnenhieroglyphe eingeritzt. Die Sonnenhieroglyphe zeigt, dass hier Sonnenanbeter, also Pharaonen, wohnen.
und dass man hier kaufen soll, also man soll sein Geld hier investieren. Und an Gebäuden ist es auch ein Schutzsymbol, dass die Pharaonen im Krieg wissen, dass dieses Haus nicht zerstört werden soll, denn da wohnen die eigenen Leute. Hier sehen wir die Sonnenhieroglyphe unter einem Fenster, ebenfalls hier. Oft kommt sie auch in einem Bogen oder auch hier als Fenster, das ist auch sehr häufig. Oder auch in Verzierungen hier als Feuerball oder auch eher minimalistisch als Loch oder wie schon gesagt als Blume. Hier sieht man eine Tür mit Sonnenhieroglyphen als Blume. Hier haben wir sie horizontal über einem Schaufenster. Und hier haben wir sie vertikal neben einem Schaufenster. Und hier sieht man sie noch auf einer Tür. Als nächstes schauen wir uns die ägyptische Göttin Isis an. Isis ist die Göttin der Geburt und sie wird mit einem Halbkreis in Hieroglyphen geschrieben. Hier sind ein paar Statuen, die die ägyptische Darstellung der Isis zeigen. Man hat hier zwei Hörner und eine Sonne über dem Kopf. Und beachtenswert sind die Flügel. Diese Flügel sind vermutlich auch die Inspiration gewesen für den Reichsadler im Dritten Reich. Die ägyptischen Götter sind später mit den griechischen Göttern verschmolzen und die ägyptische Fruchtbarkeitsgöttin Isis ist mit der griechischen Fruchtbarkeitsgöttin Persephone verschmolzen und so entstand eine neue Form von Isis-Statuen, die eine Frau in Gewändern zeigt, die einen Krug und ein altes Instrument trägt. Der Krug scheint eine größere Bedeutung behalten zu haben als das Instrument. Das Instrument ist jedenfalls eine ägyptische Handrassel. So, hier sehen wir moderne Darstellung als Statue. Wichtigstes Erkennungsmerkmal, wie gesagt, die Frau in Tüchern mit dem Krug. Hier sehen wir die Isis auf einer antiken Münze. So, als nächstes haben wir den ägyptischen Fruchtbarkeitsgott Amun. Amun wie in Tutanchamun. Amun ist auch unter den Namen Amon, Ammon, Hammon, Mammon oder Amen bekannt. In Hieroglyphen wird sein Name mit dem Obelisken geschrieben. Hier sieht man seine Darstellung als Statue. Über seinem Hut ist ein großes längliches Symbol. Hier sehen wir eine antike Statue, die wohl zerschlagen wurde. Der Wind- und Fruchtbarkeitsgott Amun steht auch für Zügellosigkeit, Verschwendung und Gier. Sein Wappentier ist der Stier. Daher kommt auch der Stier, der vor der Börse steht. Dieser wird übrigens explizit in der Bibel erwähnt, als Gott, den man nicht anbeten soll. Daher kommt auch das biblische Symbol des goldenen Kalbs, was angebetet wird. Unter diesem Gott gab es auch Menschenopfer. Der kirchliche Gebetsspruch Amen, der vermeintlich so sei es heißen soll, bezieht sich in Wirklichkeit auf diesen Gott. So, dann haben wir als nächstes die ägyptische Göttin der Gerechtigkeit und Weisheit Ma'at, die später verschmolzen ist mit der griechischen bzw. römischen Göttin Themis und Justitia. Das ist dieselbe Figur. Hier sehen wir eine ägyptische Figur von Ma'at. Sie hat so eine Art Feder am Kopf und hat auch Flügel, die sie in einer U-Form nach oben streckt. In dieser stehenden Form hält sie zwei Krüge, so als ob sie eine Waage darstellen würde. Und das sehen wir auch in der griechischen und römischen Darstellung. Also hier sehen wir Themis mit der Waage in der einen Hand und dem Schwert in der anderen. Das sind ja eher bekannte Symbole, also die Ausgeglichenheit,
die Unparteilichkeit und dann das Schwert, was die mögliche Strafe beinhaltet. Und hier sehen wir Justitia. Da unterscheidet sich die griechische von der römischen Darstellung kaum. Hier nochmal mit einer Sonnenkrone und einem Templerkreuz als Schwert. Und hier haben wir sie nochmal in einem Dreieck der Freimaurer. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, da sind noch andere Figuren. Eine Sache, die mir noch aufgefallen war, ist, dass wenn man Ma'at in Hieroglyphen schreibt, dann gibt es dieses Symbol. Findet ihr nicht, dass dieses Symbol sehr einem Gebäude ähnelt? Ich denke, diese Hieroglyphe war die Idee für das Brandenburger Tor. Als nächstes haben wir ein sehr wichtiges Symbol, und zwar das Bündnis. Das Bündnis ist ein gebundenes Tuch oder eine Kordel, die herabhängt. Und die Bedeutung ist die Verbindung der Pharaonen, also das Bündnis der zwei Pharaonenreiche gegen den Rest der Welt. Im Grunde, wir halten zusammen gegen den Rest. Das Bündnis muss nicht kurz sein, das kann auch sehr lang ausfallen, je nachdem, ob es die Fassade bedeckt oder unter einem Fenster ist. Man sieht es zum Beispiel auch am Brandenburger Tor, an der Quadriga. Hier sehen wir noch das Weltherrschaftssymbol, also die Säule mit der Kugel obendrauf. Und daran ist auch an der Seite das Bündnis. Hier nochmal bildlich dargestellt, so sieht das Weltherrschaftssymbol aus. Säule mit Kugel oder auch Obelisk mit Kugel. Generell ist die Kugel eine Anspielung auf die Welt und die sie halt beherrschen wollen. Dann schauen wir uns jetzt die Lilie an. Die Lilie ist ein Symbol, was jeder schon mal gesehen hat. Normalerweise wird die Lilie mit der französischen Monarchie in Verbindung gebracht oder auch generell dem Adel. Diese Blume ist aber eigentlich ein verschlüsseltes Symbol aus dem alten Ägypten. Und zwar handelt es sich um eine umgedrehte Bienenkönigin. Der obere Teil ist der hintere Körper der Biene, der untere Teil ist der Kopf und die zwei Seitenteile sind die Flügel. Die Bienenkönigin ist ein Symbol der Monarchie. Es steht für Herrschaft von einem über viele. So, dann kommen wir zum Horusauge oder auch Auge des Horus genannt. Horus ist der Lichtgott im alten Ägypten. Hier sehen wir ihn. Er sieht im Grunde aus wie ein Mensch mit einem Vogelkopf und der hat die Doppelkrone der Pharaonen auf. Und das hier ist der Hieroglyph, der sein Auge symbolisiert. Die genaue Bedeutung des Auge des Horus bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich habe gelesen, dass es den Mond symbolisiert. Und wenn man das spiegelt, dann hat man das Auge des Ra, was die Sonne repräsentiert. Ansonsten gibt es natürlich ganze Videos, die sich damit beschäftigen, dass dieses Auge ein Teil des Gehirns ist, und zwar die Zwirbeldrüse und was man damit machen kann. Da will ich mich jetzt auch nicht weiter zu äußern, da gibt es ganze Videos zu, da könnt ihr selbst mal recherchieren. Jedenfalls ist das eine Auge oder auch das dritte Auge ein häufiges Symbol, was verwendet wird und das könnte sich auf dieses Auge beziehen. Ansonsten, Osiris wird auch in Hieroglyphen mit einem Auge geschrieben, aber mit einem normalen Auge. So, bevor wir das alte Ägypten jetzt verlassen, schauen wir uns noch ein paar bedeutende Begriffe aus dem Ägyptischen an. Und der wichtigste Begriff lautet Sa. Sa bedeutet König bzw. Pharao. Das heißt, jemand, der Sa ist, der ist ein Pharao bzw. mit den Pharaonen verwandt. Das Wort Sarkophag hat man sicherlich schon mal gehört, das ist ein Königsgrab und daher kommt auch das Wort Sarg. Man findet es auch in dem Wort Cäsar, was später zu Kaiser wurde. Man findet es in England, nach dem Ritterschlag wird man zum Sir oder auch zum Sire. Dann die englische Königsfamilie heißt Windsor. Oder auch in Russland,
Da ist der oberste Herrscher der Zar, dann gibt es in Frankreich zum Beispiel einen Namen Sarkozy oder auch der König Babylons Nebukadnezar. Das ist alles derselbe Begriff. Daran erkennt man die Linie der Pharaonen. So, dann schauen wir uns noch ein paar Wörter an, die ägyptischen Ursprungs sind. Da haben wir einmal die Schweiz. Die Schweiz oder auf Englisch Swiss kommt von Schwais bzw. Schwiis und das kommt von Schwaisis bzw. Schwiisis, was bedeutet die Schwester Isis. Und dann haben wir Israel. Israel kommt von Isis, Ra und El. Isis und Ra, die Götter, und El ist wahrscheinlich All, also der Allgott. Osiris war auch der Gesamtheitsgott. Dann haben wir Amerika. A-me-ri-ka. A bedeutet groß oder schwanger. Wenn die Frau schwanger ist, dann wird ihr Bauch groß. Daher kommt das. Dann Me, die Pyramide. Ri, die Sonne, beziehungsweise die Wiedergeburt, wie Ra und Re, der Sonnengott. Ka ist die Seele. Amerika bedeutet also die große Pyramide, wo unsere Seele wiedergeboren wird. Ungefähr sowas. Dann haben wir Paris, das kommt von Parisis oder Parisis, was das Haus der Isis bedeutet. Daher kommt auch Pharao, also Parao, Para, das große Haus. Damit ist das pharaonische Königshaus gemeint. Dann haben wir hier einen Begriff und zwar Arier. A, groß, schwanger, Ri, die Sonne. Arier sind die vom Sonnengott Geschwängerten. Das sind also die Nachfahren des Sonnengottes. Die Aristokratie ist also die Herrschaft der Arier, also des Adels, der Nachfahren des Sonnengottes. Damit verlassen wir die Antike und gehen weiter zum Mittelalter. Da haben wir die Templer. Das sind ja die von den Pharaonen gegründeten Ritterorden. Und zwei zentrale Symbole, die man immer wieder sieht, sind das Tatzenkreuz und das Adelskreuz. Fangen wir mit dem Tatzenkreuz an. Das Tatzenkreuz wird auch Templerkreuz genannt. Hier sieht man die verschiedenen Variationen davon. Das ist alles dieselbe Bedeutung. Und die ursprüngliche Version dieses Zeichens ist die Version ganz oben links. Das heißt, diese Dreiecke, die an einem Punkt zusammenlaufen. Und das kommt daher, dass es eine ausgeklappte Pyramide darstellt. Das heißt, wenn man oben auf eine Pyramide drücken würde und sie platt drücken würde, wenn sie hohl ist, dann entsteht dieses Zeichen. Und die anderen sind halt abgerundete bzw. abgeflachte Versionen davon. Hier kann man das auch gut erkennen, die Seiten der Pyramide. Und dieses Symbol wird auch oft als Orden benutzt, wie zum Beispiel im Deutschen Reich. Da gab es das Eiserne Kreuz. Und das war genau dieses Symbol. Und hier sehen wir es an einer Uniform im Dritten Reich. Und hier ist ein eisernes Kreuz aus dem Dritten Reich. Auch bei der Bundeswehr wird es jetzt noch verwendet. Man sieht es auch auf dem König im Schachspiel. Und dieses Symbol ist, wie gesagt, ein Templerkreuz. Hier sehen wir das Zeichen auf einem Templeraltar und das ist auch dasselbe Zeichen, was die Tempelritter getragen haben. Dieses rote Kreuz auf weißem Grund, das waren diese Leute. Also hier sehen wir nochmal die ausgeklappten Seiten. Und wenn man jetzt die äußeren Ecken dieser Dreiecke mit der geschlossenen Pyramide verbindet, und die Farben invertiert, dann bekommt man das Adelskreuz. Das ist das, was die Adligen an ihrer Uniform tragen.
Das sieht zum Beispiel so aus, hier mit den Lilien zusammen. Das ist auch dasselbe Kreuz, das der Johanniterorden und der Malteserorden verwendet. Natürlich weiß auf rotem Grund. Und hier sehen wir einen Anhänger. Und hier sehen wir das Kreuz auf einer Kutte. Und hier sieht man verschiedene Variationen von Anhängern mit Tatzenkreuz und Adelskreuz. Schauen wir uns ein paar Kaiser an. Hier ist Kaiser Wilhelm II. Und er trägt hier ganz sichtbar das Adelskreuz auf der Brust. Und dann haben wir hier Ludwig II. Und er hat auch das Adelskreuz und noch ein paar andere Anhänger. Man sieht doch schön hier links hat er das Bündnis und noch verschiedene Sonnensymbole. Dann haben wir hier ein Kruzifix. Da haben wir Jesus Christus am Templerkreuz hängen. Und wir sehen an allen Ecken ein Tatzenkreuz. Und hinter dem Kreuz sehen wir noch ein Sonnensymbol. Die minimalistische Variante vom Tatzenkreuz ist das Schweizer Kreuz, das nur noch ein Plus ist. Aber man sieht auf jeden Fall die Signalfarben Weiß und Rot in dem Logo. Als nächstes schauen wir uns den Löwen an, beziehungsweise die Sphinx. Die Sphinx ist eine altägyptische, gigantische Steinskulptur mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Pharaos. Die Sphinx ist ein Symbol der Königsfamilie und der Löwe steht für die pharaonische Königswürde. Der Löwe ist ja ein Tier aus Nordafrika und dem Nahen Osten, den es in Europa überhaupt nicht gegeben hat. Und daran erkennen sich die Pharaonen, indem sie dieses Symbol benutzen. Der Löwe ist zum Beispiel ein Symbol auf Wappen in England und häufig werden auch zwei Löwen als Wappenhalter dargestellt, die links und rechts vom Wappen stehen. Der Löwe wird auch oft als Steinskulptur benutzt, vor allem auch an Eingängen, wo links und rechts vom Eingang jeweils eine Löwenstatue platziert ist. Hier sehen wir einen Löwen, der die Weltkugel hält, aus Madrid. Dann haben wir hier eine Löwenstatue, auch mit Weltkugel, aus St. Augustin. Und dann haben wir hier einen Löwen aus Wien. Und selbst in Asien finden sich die Löwen links und rechts an den Herrscherpalästen. So, als nächstes haben wir das Symbol die Knospe. Das kann auch ein Tannenzapfen sein, glaube ich. Und das sieht so aus und bedeutet, unsere Saat ist hier. Also die Nachkommen der Pharaonen mehren sich hier. Das ist die Bedeutung. Hier sehen wir ein paar Beispiele. Man beachte die Oberfläche und die Form wie so ein Frühstücksei. Hier noch mit einem Sonnenhieroglyphen. Und das hier steht im Vatikan. So, dann noch ein von der Bedeutung sehr ähnliches Symbol, und zwar der Kelch. Der Kelch wird auch der Heilige Gral genannt. Das wurde ja in Filmen häufiger verwendet, dass die Tempelritter den Heiligen Gral suchen. Und der Heilige Gral oder der Kelch als Symbol bedeutet, unser Blut ist hier. Also sehr ähnlich wie die Knospe. Hier sehen wir ein paar Beispiele. So, dann schauen wir uns noch ein paar sonstige Symbole an. Da haben wir einmal dieses Symbol, das ist so ein umgedrehtes V, das auch für die Templer steht. Hier sind ein paar Beispiele. Und aus diesem Grund ist auch das V ein Symbol für die Templer. Das ist auch der Grund für Churchills Victory-Zeichen. Da haben wir hier noch das Templersiegel. Das Templersiegel steht für die Armut der Ritter in den Klostern, die sich da ein Pferd teilen mussten.
weil sie keine Monarchen waren. Dann haben wir das Oktagon. Ein Oktagon ist ein Achteck und das entsteht, wenn man die Schweizer Flagge an ihren Ecken verbindet. Dann entsteht das Achteck. Und das Achteck ist eine Referenz zu den Templerkapellen, die immer am Ende abgerundet waren, beziehungsweise eigentlich aus einem Achteck bestanden. Und das kann man auch gut hier an dem Dach erkennen. Das ist ein Templersymbol und auf den ersten Blick sieht es so aus wie ein W. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht es eher aus wie zwei V ineinander, die oben noch ein drittes V bilden. Und das V soll Waw repräsentieren, die hebräische Zahl 6, und dreimal gibt die symbolische Zahl 666. Dieses Symbol findet ihr zum Beispiel im VW-Logo und auch im Wikipedia-Logo. Und schließlich schauen wir uns die Freimaurersymbole an. Da haben wir als wichtigstes Freimaurersymbol das gleichschenklige Dreieck oder das Dreieck der Freimaurer. Das sieht in der Architektur meist so aus. Es gibt es auch mit einem Auge in der Spitze oder auch in dieser Variante, die mehr unten offen ist. Das hier mit zwei Säulen ist auch ein ganz bekanntes Symbol. Das steht für den Freimaurertempel. Ungefähr die gleiche Bedeutung. Schauen wir uns also ein paar Beispiele an. Hier sehen wir einige Freimaurerdreiecke an Häuserfassaden. Hier noch mit Pyramiden verziert. Dann haben wir hier eine gesamte Fassade mit Freimaurerdreiecken. Hier ist ein Freimaurerdreieck mit den Säulen. Hier eine weitere Fassade. Und hier, also die sieht man wirklich überall, an allen Freimaurerhäusern eigentlich, über jedem Fenster. Und dann haben wir hier zwei Freimaurerdreiecke und eine halbe Sonnenhieroglyphe. Hier haben wir ein Freimaurerdreieck mit dem Bündnis darunter und zwei Säulen. Und dann haben wir hier ein Freimaurerdreieck mit einer Sonnenhieroglyphe in der Mitte. Hier haben wir Sonnenhieroglyph und Freimaurerdreieck. Hier kann man auch gut sehen, dass in dem Freimaurerdreieck manchmal eine Aussparung oben ist, wo dann ein Symbol steht. Zum Beispiel hier ist es, glaube ich, der Kelch, der hier steht. Hier haben wir es auf einer Tür und darunter ist eine Sonnenhieroglyphe. Hier sehen wir ein Freimaurerdreieck mit einem Familienwappen. Und hier ein anderes. Dann haben wir hier ein Freimaurerdreieck mit einem Auge in der Mitte. Und dann haben wir, hier sehen wir ein Freimaurerdreieck mit einem Obelisken, der das Bündnis trägt. Hier sehen wir ein Freimaurerdreieck und links und rechts sieht man das Weltherrschaftssymbol. Hier sehen wir ein Grab, das aussieht wie ein Freimaurerdreieck mit den zwei Säulen und einem Bündnis. Auch in moderner Architektur wird das noch verwendet. Also hier sehen wir ein modernes Wohnhaus mit einem Freimaurerdreieck nach unten offen. Dann natürlich an offiziellen Gebäuden der USA sind immer die Freimaurerdreiecke und die Säulen. Aber diese Symbolik der Geheimgesellschaften geht bis in die Antike zurück. Hier sehen wir den Tempel der Isis und das Dreieck der Freimaurer mit den Säulen. Das Dreieck der Freimaurer kann auch durch drei Punkte in dieser Position dargestellt werden. So, dann kommen wir zu zwei okkulten Symbolen. Einmal das Pentagramm. Das Pentagramm ist ein fünfzackiger Stern, in dem die Eckpunkte wie eingeblendet verbunden sind. Man sieht es auch eingekreist oder auch gefüllt
und man findet das Symbol auch herumgedreht. Als optisches Stilmittel sind die Schnittpunkte auch häufig überlappend gezeichnet. Die Zacken des Sterns stehen für die vier Elemente, die zusammen die Weisheit bilden, die fünfte, einzeln herausstehende Zacke. Das Pentagramm findet man, wo man hinschaut. Da haben wir einmal hier das Symbol der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, ein eingekreistes Pentagramm. An den Flugzeugen wurden auch oft diese weiß-roten Streifen angebracht. Hier sehen wir die Marineflagge der Sowjetunion mit einem gefüllten Pentagramm in Rot, daneben Hammer und Sichel und im Hintergrund Weiß und Blau. Dann hier die Nationalflagge der Sowjetunion in Rot mit Hammer und Sichel in Gold und einem goldenen Pentagramm. Sehr ähnlich auch hier die Flagge von China unter kommunistischer Herrschaft. Dann haben wir dieses Symbol, das für den Islam steht. Ein Sichelmond mit gefülltem Pentagramm. Hier sehen wir die amerikanische Kriegsflagge mit 50 gefüllten Pentagrammen auf blauem Grund und weiß-roten Streifen. Und hier sehen wir die Flagge Nordkoreas in weiß-rot-blau mit einem eingekreisten gefüllten Pentagramm. Dann sehen wir hier herumgedrehte Pentagramme an einem Mormonentempel. Das umgekehrte Pentagramm wird auch mit Satanismus in Verbindung gebracht. Und dann schauen wir uns das hier an. Wenn man die Eckpunkte einer Pyramide verbindet, sieht es von der Seite aus wie ein Pentagramm. Wenn man dasselbe mit einer Doppelpyramide macht, dann sieht es von der Seite aus wie der Davidstern. Der Davidstern ist eine Kombination aus zwei Dreiecken mit der Spitze nach oben, was auch männlich bedeutet, und mit der Spitze nach unten, was weiblich bedeutet, und zusammen bilden sie die Weisheit. Das Symbol bildet einen Teil des Baums des Lebens ab, dieser 10-Punkte-Graph der Kabale. Und die Eckpunkte stehen jeweils für einen Sephirot, also Ast oder Punkt des Baums, und die Mitte ist dann wieder die Weisheit. Nebenbei bemerkt, Ka und Ba des Wortes Kabale sind altägyptisch. Ka ist die Seele der Lebenden und Ba ist die Totenseele. Hier sehen wir zum Beispiel die Flagge Israels in Weiß und Blau mit dem Davidstern in der Mitte. Und dann haben wir hier noch eine Schatulle mit einem Löwen und einem Davidstern und noch anderen Symbolen. Und ein sehr bekanntes Freimaurersymbol ist auch Winkel, Maß und Zirkel. Das sieht folgendermaßen aus. Das symbolisiert unter anderem auch die Spitze nach oben für männlich, die Spitze nach unten für weiblich und in Kombination die Weisheit. Und in der Mitte dieses Zeichens gibt es häufig eins von zwei Symbolen. Einerseits kann dort ein G stehen. Das G steht für Golut oder Golat, was hebräisch ist für Diaspora, durch die sich die Pharaonen auf der ganzen Welt verbreitet haben. Hier sehen wir Winkel, Maß und Zirkel mit dem G auf einem Schachbrettboden. Schachbrettböden sind auch etwas sehr typisch Freimaurerisches. Dann haben wir hier George Washington mit einer Freimaurerschürze, auf der man das Winkel, Maß und Zirkel erkennen kann. Und darüber ist auch ein Auge auf der Schürze. Und das ist das andere Symbol, was häufig zwischen Winkel, Maß und Zirkel zu sehen ist. Das ist das eine Auge oder auch das allsehende Auge. Hier sehen wir es nochmal. Oder hier. Das allsehende Auge kommt auch häufig in einer Pyramide und strahlt. Hier in der Architektur. Und hier auf dem Dollar in der Pyramide und hier in einem Davidstern.
Dann haben wir noch den Meisterschurz. Das ist eine kleine Schürze, die Freimaurer im Range eines Meisters bei Zeremonien vor ihrem Schritt tragen. Hier auf dem Bild sehen wir einen blauen Meisterschurz, der noch das Dreieck der Freimaurer als Punkte dargestellt hat. Und die Punkte sind nochmal selbst kleine Sonnen. Er trägt auch nochmal ein Schwert oder einen Dolch mit einem Templerkreuz und einem Winkelmaß mit Zirkel. Und auf der linken Seite sehen wir auch ein Symbol, den Totenkopf. Da kommen wir gleich noch zu. Der Meisterschurz kann auch in Rot sein, zum Beispiel. Hier auch mit den drei Punkten. Und unten nochmal Skull and Bones, also den Totenkopf. Im Grunde sieht der Meisterschurz aus wie ein Umschlag. Und Google benutzt den Meisterschurz auch als E-Mail-Symbol. Und das sollte nicht verwunderlich sein, denn Google ist freimaurerisch. Hier haben wir noch einen verzierten Schurz mit dem einen Auge, das ausstrahlt. Und darunter haben wir noch Winkelmaß und Zirkel mit einer Sonne darin. So, dann, wie schon erwähnt, der Totenkopf, auch mit gekreuzten Knochen, auf Englisch Skull and Bones, was auch der Name einer Loge ist. Der Totenkopf steht, soweit ich weiß, für den Tod, also insbesondere Memento Mori, dass man seiner eigenen Sterblichkeit gedenken soll, also seiner begrenzten Zeit. Da sehen wir hier das typische Symbol dieser Freimaurerloge und 3322 weiß ich jetzt nicht, wofür das steht, aber vielleicht ein Datum. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Jedenfalls auch ein typisches Freimaurersymbol. Hier haben wir den Totenkopf als Ring mit Winkelmaß und Zirkel und einem G. Dann haben wir hier einen alten Templerkelch mit einem Schwert und einem Totenkopf. Hier haben wir eine SS-Mütze und da sehen wir die ägyptischen Flügel, das Hakenkreuz, das Sonnensymbol und dann haben wir hier Skull and Bones vorne drauf und natürlich unten noch diese Kordel, das ist das Bündnis. Dann haben wir den Adler beziehungsweise den Phönix. Den Adler sieht man häufig auf Wappen und Nationalflaggen. Hier zum Beispiel der Preußenadler. Und hier haben wir den Bundesadler. Und das ist der Reichsadler des Dritten Reiches. Und daneben der Parteiadler der NSDAP. Man sieht hier, die schauen in verschiedene Richtungen. Die Richtung, in die der Adler schaut, hat eine symbolische Bedeutung. Und zwar links und rechts steht für Mond und Sonne, beziehungsweise weiblich und männlich, beziehungsweise Willen und Logik. Es gibt zum Beispiel auch Doppelkopfadler, die in beide Richtungen gleichzeitig schauen. Der Adler steht als Symbol für den Phönix. Der Phönix ist ein mythischer Feuervogel, der verbrennt, zu Asche zerfällt und aus dem Feuer wiedergeboren wird, wie ein Phönix aus der Asche, sagt man ja auch. Und welche Feuergestalt wird nach jedem Zyklus wiedergeboren? Es ist ein Symbol für die Sonne, die untergeht und wiederkehrt. So, dann haben wir noch die Eule. Die Eule ist ein Hochgrad Freimaurersymbol. Die Eule hat unter anderem die Bedeutung, dass es das Tier ist, das in die Seele schaut. Also auch ein Psychiater-Symbol. Hier sieht man einen Freimaurerring mit einer Eule und einem allsehenden Auge in einem Freimaurerdreieck. Und an der Seite sehen wir auch Skull and Bones, also den Totenkopf. So, und zum Ende schauen wir uns noch ein paar sonstige Symbole an. Es gibt so viele Symbole, ich kann die nicht alle in einem Video besprechen und ich kenne auch nicht alle. Aber schauen wir mal zum Beispiel Freitag, den 13. Am Freitag, den 13. Oktober 1307,
ließ der Franzosenkönig Philipp der Schöne die Templer verhaften. Und deswegen ist es ein Unglückstag. Dann haben wir die Zahl 33, die steht für den höchsten Meisterrang im schottischen Ritus. Also es gibt da wohl auch andere, die Buchstaben benutzen. Aber wenn die Zahlen benutzen, dann ist 33 der höchste Rang. Die 3 ist ja das Dreieck. Und zweimal die 3 ist im Grunde hier der Davidstern. Dann haben wir ein Schachbrettmuster. Das ist, wie gesagt, sehr beliebt in Freimaurerkreisen. Das Schachspiel bildet ja im Grunde auch ihre Strategie aus, mit dem König, mit dem Tatzenkreuz obendrauf. Dann haben wir die Ritter und die Tempelritter, dann haben wir die Bischöfe und wir haben die Burgen, also die Türme und ganz unten, da sind wir, das sind die Bauern, die auch mal geopfert werden. Dann haben wir als nächstes das Symbol, sich malen oder fotografieren zu lassen mit der Hand in der Jacke. Das bedeutet, dass die Freimaurer sind. Da haben wir hier Stalin und Marx und Napoleon und so weiter. Das heißt einfach, dass sie dazugehören. Hier haben wir Frederik Bartholdy, das ist der Bildhauer der Freiheitsstatue zum Beispiel. Der war auch dabei. So, dann haben wir hier die Trikolore, haben wir ja schon besprochen. Aber es gibt den wichtigen Spruch der französischen Revolution: Liberté, Égalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist auch ganz wichtig. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen frei, gleich und brüderlich sind, sondern alle Pharaonen sind frei, gleich und brüderlich. Und das bedeutet, Brüderlichkeit bedeutet, dass sie sich nicht mehr gegenseitig umbringen sollen, wie für irgendwelche Erbstreitigkeiten. Gleichheit bezieht sich auf die Erbfolge. Das heißt, alle Nachkommen sind gleichwertig und nicht wie früher, dass nur der Erstgeborene der Wichtige ist und das Erbe antritt, sondern, und jetzt kommt der dritte Punkt, Freiheit. Alle Pharaonen sind frei, sich vom Sklavenvolk zum König wählen zu lassen für eine Legislaturperiode. Das bedeutet Liberté, Égalité, Fraternité. Und das sind die Grundsätze der neuen Weltordnung. Und damit wurden die Königreiche und der Adel offiziell abgeschafft und Republiken, Demokratie eingeführt. So, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Symbol, das ich mir für den Schluss aufgehoben habe. Das Bild ist nicht besonders scharf, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Dieses Kunstwerk steht für die pharaonische Weltherrschaft durch die Kreuzung mit allen Völkern, also diese Vermischungsstrategie. Was man hier sieht, ist eine metallische Scheibe, die in der Mitte die Isis als Sonnenblume dargestellt hat. Also die Göttin der Geburt und darunter symbolisch das Neugeborene. Und die genetischen Stränge ziehen sich von der Isis als nackte Frauenkörper dargestellt in alle Welt nach außen. Hier ist das nochmal rangezoomt, also links sieht man die Isis und das Neugeborene und rechts sieht man die Stränge der Frauen, die nach außen weggehen. Die haben hier in der Mitte so einen Knick von den Knien. So, und dieses Kunstwerk hat auch eine Rückseite und auf der Rückseite sieht man in der Mitte den Teufel und man sieht Männer, die sich in Kriegen gegenseitig umbringen. Das heißt, sie verbinden sich mit den Feindvölkern genetisch und dann übernehmen sie und führen diese in Kriege, wo sie sich gegenseitig umbringen. So, und wenn man dieses Symbol ein bisschen simpler darstellt, dann sieht es im Grunde aus wie die schwarze Sonne. Und wenn man sich jetzt die Sonnensymbole und die religiösen Symbole auf der ganzen Welt anschaut, dann sieht man doch deutliche Ähnlichkeit. Viele Sonnensymbole, Sonnenkreuze, die Swastika gibt es auch in Asien, auch ein Sonnensymbol, auch mit diesem Wirbel. Dann haben wir hier so ein Yin-Yang-Zeichen, auch in verschiedenen Variationen mit diesen Wirbeln. Und auch dieselbe Symbolik von männlich, weiblich, Mond und Sonne. Auch die Richtung
der Kreuze symbolisiert wieder weiblich, männlich und so weiter. Hier sehen wir dieses Rad aus dem Buddhismus. Da sehen wir hier zwei goldene Kälber und ein Sonnenrad. Oder dieses Symbol hier mit der Sonne in der Mitte und den Swastika-Strängen, die nach außen gehen. Das sieht auch sehr ähnlich aus. Und zu guter Letzt das Google-Symbol, auch eine Anspielung darauf vielleicht. Hat auch hier drei Sechsen, auch noch so ein Symbol. Okay, dann schauen wir uns jetzt zuletzt ein paar praktische Beispiele an. So, schauen wir uns doch mal dieses Haus an. Man sieht hier ganz oben das Dreieck der Freimaurer. Und darunter sieht man drei halbe Sonnenräder. Dann haben wir links und rechts jeweils einige minimalistische Sonnenhieroglyphen, so als Loch dargestellt. Wenn wir weiter nach unten gehen, haben wir unter den Fenstern diese eckigen, modernen Sonnenhieroglyphen. Und ganz unten sehen wir noch ein Sonnenrad und links und rechts davon auch nochmal Sonnenhieroglyphen. So, dann haben wir hier die Quadriga, also dieses Viergespann auf dem Brandenburger Tor. Wir sehen hier vorne am Wagen ist das Bündnis und wir sehen hier irgendeine antike Göttin, ich glaube die Siegesgöttin, und die hält hier ein Templerkreuz von einem Kranz umgeben und darauf ist ein Adler, also wie der Phönix, und der Adler trägt noch eine Königskrone. Dann haben wir hier als nächstes den König der Niederlande in seiner Uniform. Da haben wir hier die typischen Farben, also die Uniform ist blau für den Krieg. Wir haben die weißen Handschuhe und den roten Kragen, Gürtel und so weiter. Der Rest ist in Gold gehalten. Gold ist die Farbe, die die Sonne repräsentiert. Dann haben wir den Adler mit diesen ägyptisch aussehenden Flügeln und hinter dem Adler ist ein Sonnensymbol. Dann haben wir als Anhänger hier das Adelskreuz und das Tatzenkreuz in verschiedenen Variationen. So, dann schauen wir uns mal dieses Bild hier an. Das ist Edward der Siebte. Und was hat er denn für Symbole hier? Also er hat hier einen Stab, wo oben eine Krone mit einem Templerkreuz drauf ist. Dann ist er natürlich gekleidet in den Farben Weiß und Rot und hat noch eine blaue Schärpe an. Der Rest ist in Gold gehalten. Gold ist die Farbe der Sonne. So, dann hat er hier natürlich das Bündnis an seiner Schulter hängen. Dann hat er um den Hals ein Adelskreuz und verschiedene Sonnensymbole auf der Brust. Und unter seiner linken Hand befindet sich auch nochmal ein Adelskreuz.